Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever auf meinem YouTube-Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zur wahrscheinlich letzten Folge dieses Jahr. An alle, die zugucken, ich wünsche euch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert nicht so dolle und ich hoffe, dass wir uns im neuen Jahr wiedersehen. Ja, wir befinden uns hier am Güterbahnhof. Das hat auch einen guten Grund. Ich habe nämlich ein bisschen angefangen, hier unser, ja, ich würde gar nicht sagen Ölraffinerie, Tanklager. Ja, ich würde eher sagen, es ist ein Tanklager zu bauen. Habe hier auch noch so einen kleinen Bereich schon fertig gebaut, so ein kleines Gebäude für Textilien, würde ich mal sagen. So hatte ich mir das gedacht, so ein paar Assets hier schon abgestellt, ein paar Arbeiter. Alles wie gehabt, ein paar kleine Details eingebaut. Und hier hatte ich diese großen Raffineriegebäude gebaut. Das sind vier Stück nebeneinander. Hier direkt an den Bahnhof gesetzt. Davor diese Teile hier gebaut, die dann da reinführen. Und hiervor jeweils noch zweimal diese Tanks. Ich zeige euch das mal, welche ich benutzt habe. Das ist von Geoffrey, das Asset. Das sind hier die Tanks, das sind die hier. Die habe ich da aneinander geklebt. Dann habe ich noch das hier benutzt. Das hier noch davor gesetzt. So nach gut dünken. Und hier hatte ich eine Verladestation schon hingebaut. Und zwar sind das hier die LKW-Ladestation für Öl und Kraftstoffe. Da gab es einmal die. Und einmal die. Ich habe die, die so ein bisschen abgeflattert ist, benutzt. Und ihr seht, wenn ich die hier habe, die Fässer, die bei meiner draufstehen, sind da nicht dabei. Man kann das jetzt natürlich noch richtig schön ausschmücken mit Fässern. Das werde ich auch tun. Ich habe ja auch schon angefangen, weil das ist ja nicht funktional. Hier werden ja keine Güter verladen, die dann hier aufploppen, wie man das aus dem normalen Spiel kennt, wenn man das wirtschaftlich halt spielt. Wir machen ja nur Schönbau. Deswegen werde ich hier selber meine Güter draufsetzen. Und die LKWs werden dann hier reinfahren und ich werde mal gucken, wo ich die dann hinführe. Das weiß ich noch nicht genau. Aber die werden dann wahrscheinlich einmal um die Karte drehen und hier dann ankommen. Des Weiteren habe ich natürlich den Zaun drum gezogen. So ein Betrieb wird natürlich nicht einfach offen irgendwo rumstehen, deswegen der Zaun. Hier so ein bisschen mit Gebüschen und Bäumen gearbeitet, die Uferböschung. Ja, die Texturen habe ich auch unterschiedliche genommen. Einmal die Asphalttextur und einmal die Bodentextur. Das Ganze hat zwei Eingänge. Einmal hier oben und einmal hier unten. Da fällt mir gerade auf, das kann man dann nochmal ein bisschen begradigen. Sieht nicht so toll aus. So. Zack. Der Zug hat die Lebensdauer erreicht. Dann nehmen wir uns nochmal die Bodentextur. Das sieht nämlich nicht so toll aus hier. Welche war das jetzt? War das nicht? Das war nicht die. Asphalt war das, genau. Es gibt gar keinen Sound. Okay. Soll uns aber nicht stören. Diesmal haben die Züge Sound, aber dafür gibt es keinen Aufploppen, wenn ich irgendwas baue, auch nicht schlecht. Ja, dann der Fernsehturm und alles drumherum ist fertig. Der Khan Koala hatte ja in den Kommentaren geschrieben, dass der hier ziemlich viele Besucher anzieht. Einen eingebauten Besuchermagneten hat. Ich konnte das jetzt nicht feststellen. Ich hatte das vorher auch nicht getestet. Da läuft einer rein, wie ich sehe. Ich hatte das vorher jetzt auch nicht getestet, aber der andere gefällt mir halt einfach nicht so gut. Den hier finde ich schon besser, da er auch diese Plattform unten dran hat und hier konnte man das auch richtig schön ausschmücken. Ich habe hier noch einen Kiosk, eine Uhr, die Bänke natürlich hingestellt. Hier, das hatte ich noch ausgeschmückt. Hier hatte ich mich doch für einen Parkplatz entschieden, hier vor. Hier ein Toilettenhäuschen, überall Werbetafeln. Ja,
drumherum komplett diese Umzäunung. Hier an unser schönes Transportfieber-Denkmal auch noch ein paar Bänke mit Personenassets. Und ich finde, der Bereich ist schon ziemlich schön geworden. Hier so ein kleines Finanzviertel, sage ich mal. Das Gebäude hier zum Beispiel, das sind viermal dieselben, einfach so zusammengeklebt. Fand, das hat ein ganz gutes Bild ergeben. Hier unten dann auch Bänke, kleines Monument, überall Werbetafeln, die Uhr hier rein, Brunnenbänke, hier einfach mal so eine Werbetafel gebaut und drumherum Bänke. Die müsste, genau, die ist auch funktional, die fährt dann hoch und runter. Hier auch nochmal Toilette, Kiosk, überall so Bäume, wo es mir gefallen hat, überall Bänke. Und ja, diese kleine Zone hier ist schon richtig schön geworden. Das Einzige, was dabei, was ich nicht bedacht habe, ist, hier werden keine Leute durchlaufen. Hier ist kein Weg drin, aber ist auch so ganz schick geworden, finde ich, wenn man sich das so von oben anguckt. Gefällt mir schon recht gut. Dann hier dasselbe. Hier habe ich aber einen Weg durch. Auch einfach noch so ein kleines Hochhaus. Und das hier gefällt mir auch persönlich richtig gut. Hier hatte ich auch angefangen. Hier war ja auch noch alles leer. Ab hier vorne. Die Häuser sind alle dazugekommen. Hier so ein kleines Café. Da muss ich auch noch Personen reinsetzen. Was heißt Café? So eine kleine Bar. Drumherum eine Hecke. Bäume. Ja, es sind einfach Geschäftsgebäude hier. Hier dasselbe, hier habe ich auch noch Autos reingestellt, noch so ein kleines Gebäude. Hier so eine kleine winklige Straße hoch, die dann hier oben unter der Brücke durchführt und hier wieder rein. Und das hier ist mir auch recht gut gelungen, wie ich finde. Einfach so ein kleiner Hinterhof zum Parken mit dem Baum. Und hier oben hatte ich auch schon Besuchermagneten reingesetzt, einen in den in das Haus habe ich einen reingesetzt hier. Und ich glaube hier hinten noch. Hier auch einfach dasselbe. Genau, hier laufen die Leute auch schon. Ich finde, das passt immer ganz gut. Wenn man mal sich so umguckt, vor so Häusern sind ja auch oft einfach so Parkflächen, die nicht ausgepriesen sind mit. Na, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Mit. Ja, die einfach nicht ausgepriesen sind mit Linien, sondern einfach nur so ein kleines, ja, so eine Parkfläche vor dem Gebäude. Ja, auch einfach zwei Wohnblöcke rein, ein bisschen Bäume, das ist, ja, es ist eigentlich oft gar nicht so schwer. Ich mache mir da oft mehr im Kopf, als ich müsste. Hier läuft sogar einer über die Brücke. War nicht schlecht. Ja, und auch wie die Brücke hier jetzt durchführt, mach das mal weg. Damit der Tunnel unten nicht zu sehen ist. Ich finde, das ist schon, ja, gefällt mir auch richtig gut bisher. Die Stadt wird langsam, es wächst auch jetzt bald mit dem Industriegebiet zusammen. Und dann müssten wir uns demnächst mal um die andere Seite der Stadt hier kümmern. Was ich hier mache, weiß ich noch nicht. Könnt mir ja mal vielleicht mal ein paar Tipps geben, was ihr meint, was man hier hinbauen könnte. Ich glaube, ich hatte mal gesagt, so ein kleines DHL-Paketzentrum hier hin. In den Bereich hier. Aber das alles im neuen Jahr, kann man ja jetzt schon sagen. Ja, und wenn man mal guckt, Kassel ist jetzt schon recht groß geworden. Der ganze Bereich hier wird natürlich noch Stadt werden. Hier. Hier auch. Und hier ist dann so das Ende. Hier hatte ich ja schon angefangen. Und hier wird die Stadt auch mit der Straße hier außenrum, denke ich mal, enden. Dass man hier hinten noch ein kleines Dörfchen vielleicht hinmachen kann. Wo der Zug hier einfach mit rausfährt. Und dann hier vorne noch in der Kurve vielleicht hier hinten ins Dörfchen fährt, so eine kleine Nebenbahn. Und dann könnte man es ja wirklich so machen. Ich wollte hier hinten ja noch Dörfchen mit einer kleinen Nebenbahn hier hin. Und dann hier wieder rein. Um dann hier wieder den Anschluss zu finden. So eine kleine Rundstrecke, eingleisig, mit Ausweichstellen. Joa. Gefällt mir schon gut, was ich sehe. Das muss ich schon wirklich sagen. Also, ich bin zufrieden. Bisher. Ich
Ich hatte auch mal geguckt, wenn man von hier hinten schaut. Sieht doch Kassel schon aus der Entfernung. Na gut, jetzt hat man die Brücke aber gefällt mir schon gut. Der Turm da hinten rechts sieht man noch die Kirche rausragen. Mit der Brücke noch. Ach ja, da fällt mir ein. Ich hatte ja eine Mod-Vorstellung. Wo haben wir sie? Von der Brücke hier gemacht. Die ist leider nicht mehr verfügbar. Ich hatte da jetzt einige Fragen. Da gab es irgendwie, ja, Urheberrechtsprobleme. Die wurde aus dem Download-Bereich entfernt, bis das behoben ist. Ich kann sie euch nicht weitergeben, weil ich mache mich dann, ja, man könnte sogar sagen, strafbar. Ich möchte da keinen Ärger bekommen, deswegen habe ich sie bisher auch noch nicht verbaut. Ich würde sie gerne bauen. Aber ich will ja erstmal warten, was dabei rauskommt. Nicht, dass ich ein Video hochlade. Und dann heißt es hier, pass mal auf, nimm das mal wieder offline. Das ist unsere Brücke oder ja, hast da nicht die Rechte dran. Ja. So, ich wollte mit euch jetzt nochmal schnell so ein bisschen das ausschmücken. Ich hatte euch das ja schon mal gezeigt mit den Fässern. Das gefällt mir wirklich richtig gut. Dann geht man hier auf Tonne. Dann hat man diese Fässer. Ich habe dann hier einfach auf 1 Meter gestellt. Die Tonne so ein bisschen größer gemacht und dann passt das ganz gut hier hin. Einfach so verschiedene farbige Tonnen baue ich mir jetzt hier drauf, damit das alles ein bisschen realistischer und auch atmosphärischer aussieht. Das hat jetzt keine. Normal bin ich ja wirklich, dass ich immer darauf achte, dass alles gerade ist, aber das sind so ein paar Tonnen, die hier stehen. Ich glaube nicht, dass man jetzt, wenn man in dem Betrieb arbeitet, darauf achtet, dass die Tonnen alle haargenau so stehen, wie sie sollen. In einer Reihe, wie die Soldaten. Deswegen machen wir uns jetzt die Arbeit auch nicht. Pi mal Daumen versuche ich das, aber wollen es ja auch nicht übertreiben. Wenn alles zu gerade und geradlinig ist, finde ich, sieht es noch irgendwann zu steril aus. So, machen wir das vielleicht. Was gibt es denn hier noch? Ja, nee, das ist zu klein. Die noch mal. Na, wenn man sich in unserer Umwelt umguckt, da ist schon eigentlich mehr Unordnung als Ordnung. So, stellen wir die beiden noch hier oben drauf. Wie machen wir das genau andersrum? Ist ja da noch hin? Ja. Passt da auch noch hin. Gas. Das ist eh zu groß. Hier noch eine rote. So. Machen wir die Seite hier noch voll. Dann würde ich euch gerne noch erzählen, was ich so geplant hatte für die nähere Zukunft. Ich kann das ja nebenbei schon erzählen. Ich hatte geplant, und zwar habe ich da mal richtig Lust drauf, ein bisschen Öl noch, das Spiel mal so zu spielen wieder, wie es angedacht war. Und zwar wirtschaftlich. Ohne Schönbau, naja, was heißt ohne Schönbau, sondern mit geringem Schönbau. Wäre jetzt natürlich nicht total unschön bauen, eine Brücke 180 Meter hoch oder so. Das so, soll schon größtenteils realistisch bleiben. Und das Ganze auch mit viel, viel weniger Mods. Ich habe festgestellt, dass ich wirklich viele Mods drin habe, die ich teilweise gar nicht benutze.
auch von den, auch vom Rollmaterial her. Ich werde mir da mal Gedanken machen und mal schauen, was ich damit reinnehme und was nicht. Das wird aber wahrscheinlich Ende Januar, Anfang Februar werden, bis ich das dann wirklich beginne. Mal gucken, wie... oh, das passt auch noch. Na, nee, da können wir die Höhe nicht einstellen. Das ist doof, vielleicht hier hin. Ja, das passt hier noch gut hin. Hier noch ein paar. So. Wie ich das zeitlich so hinkriege. Ich will dann mir auch nichts mehr zumuten, als ich eigentlich schaffe. So, das sieht doch schon recht schick aus. Ja. Könnt mir ja mal schreiben, was ihr davon haltet. Und ob ihr daran auch Interesse hättet. Und dann wollte ich hier hinten, in diesem schönen Städtchen Würzburg, die Schwebebahn mit einbauen, die es ja mittlerweile gibt. Ich hatte da eine Mod-Vorstellung dazu gemacht. Es gibt ja diese Schwebebahn. Und die wollte ich hier halt anstatt einer Tram als öffentlichen Nahverkehr. Die Stadt sollte ungefähr, ja, die hatte ich ja schon eingeebnet. Ich will euch jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall wird die Stadt, ja, so hier auch über den Fluss rüber gehen, dass die Schwebebahn dann hier einmal irgendwie durchfährt. Auch über die Bahnschienen, über das Vorfeld hier vorne, das ich wahrscheinlich auch nochmal umbauen werde. Ist mir so, ist einfach zu gerade, gefällt mir nicht so gut. Und durch den Mod mit den unsichtbaren Bahnübergängen kann man ja jetzt auch wunderbar die tollen, finde ich denn jetzt ein, was heißt die tollen, die hier, die blöden Pfosten im Gleisbett beheben und man kann sich wirklich schöne Vorfelder bauen. Ja, hier kommt noch unser Güterzug. Ich würde sagen, das war's für dieses Jahr. Ich hoffe, wir sehen uns im neuen Jahr wieder. In alter Frische. Treibt sich zu bunt. Habt eine schöne Silvesterfeier und ja, danke für euren Support dieses Jahr. Und ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Ich freue mich, wenn wir wieder voneinander hören oder uns sehen. Macht's gut, Leute. Ciao.